Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Pokémon-Folge. Ja, seid ihr wieder hier zur 7 Regional? Geil. Freut mich, euch wieder zu sehen und jo, willkommen in Folge, weiß ich nicht, 200.000 gefühlt. Ich bin ja aktuell beim Hochladen, ich habe ja gesagt, ich baller aktuell so richtig Folgen raus, so richtig schön so, ne, im Scheine verteilst du jetzt Blüsch. Und ich bin jetzt schon bei Folge 160, ja, und habe jetzt, weil es so viele Folgen sind und ich so viele Thumbnails machen muss, habe ich mir eine Möglichkeit gesucht, im Stack Thumbnails zu verarbeiten. Hat gut geklappt. Jetzt gibt es in Folgen zwischen Thumbnails schon mal bis Folge 200. Wenn ihr diese Folge hier seht, sind wir wahrscheinlich schon bei 250 oder so inzwischen angekommen. Holy shit, muss man sich vorstellen. 250 Folgen lange Episoden. Games, guys, Alter. Crazy. Absolut crazy, aber danke fürs Zugucken. Muchos Ehre. So, wir haben als Orion City, denke ich mal, vollständig erkundet. Ich habe hier noch ein paar Häuschen, aber sind die wichtig? Ich glaube, ich werde erstmal Pokémon austauschen. Ich glaube, wir haben noch Lucy noch dabei für Zerschneider. Das könnte ich jetzt mal spontan ändern. Das ist das Pokémon, oder? Damit wir wieder ein volles, vollwertiges Team dabei haben, wo jetzt keine großen Elementlücken drin sind. Das würde mich freuen. Beziehungsweise Elementlücken haben wir sowieso. Na, es ist trotzdem ein großes Problem in unserem Team. Was, Leute? Kinder Bueno Werbung gönne ich dir. Zeigt, dass sich kein Mensch leisten kann. Wenn es im Angebot ist, kaufe ich es, weil ich liebe Kinder Bueno. Ich finde, die schmecken geil, die Dinger. Ich mag die. Aber ja, ich kaufe es extrem selten. Und eigentlich nur, wenn es im Angebot ist. Ne, weil anders kann man sich das halt echt nicht leisten. Es ist ja fucking teuer. Ne, jetzt in der Zeit, wo alles teurer wird, sowieso nochmal, ne? Jetzt langsam kosten alle anderen Lebensmittel auch so viel wie Dings, ne? Das ist halt schon echt Maximum Questionable, so. Das Brad, ich suche gerade den ganzen Moment. Mach mal hier. Team Pokémon, zack. Lucy, ich danke dir fürs geholfen haben. So, solange ich jetzt keinen anderen vor ihm sklaven lasse, lasse ich den Punkt da jetzt stehen. Ne? Da könnt ihr jetzt quasi. Könnt ihr euch vorstellen, da steht quasi jetzt ein Icon von Serpi Royal. Ne? Ich habe jetzt keinen Bock, das einzufügen für einen Punkt. Wobei ja nur ein kurzer Zerschneider ausrutscht. Und ja. Nevermind. Ja, dann mache ich mir vielleicht auch mal die Arbeit, oder? Komm. Weil es Lucy ist. Oh, ist noch drin. So. Da ist Lucys VM-Opfer. Icon. Ist noch drin tatsächlich. Ich brauche nochmal einen Zerschneider. Pokémon wieder austauschen. Ich glaube, wir nehmen das Brad einfach mit und das in ein anderes Pokémon zu Hause. Entchen zum Beispiel hat gerade Schmöke 17 Punkte bekommen. Ist schon tüchtig gewesen heute. Aber hat ja auch beim letzten Mal gar nichts bekommen. Also ist absolut gerechtfertigt. Natürlich. Okay. Aber we're gonna change again und dann habe ich wieder meinen VM-Sklaven dabei, der wie gesagt nicht hauptsächlich im Team dabei ist und deswegen VM-Sklaven-Punkte bekommt. Jedes Mal, wenn ich die VM benutze, gibt es einen Punkt gut geschrieben. Beziehungsweise, ne, wenn dann halt irgendwie sowas wie drei Zerschneller, Trümmerblöcke dran sind, gibt es halt einen für die Nutzung der VM. Also das, sonst wird es ein bisschen too much. Aber ganz kurz so ein Bonuspunkt, ne? Immerhin. Wenn man VM-Sklaven ist, gibt es wenigstens einen kleinen Bonus. Finde ich nett. Es war wirklich eine gute Idee, das einzufügen. Wenn es ein bisschen zusätzliche Arbeit mitbringt, aber das ist ja jetzt ja egal. So, jetzt schnell Pokémon austauschen hier, ganz schnell da hinten. Und, na gut, darf ich da mal ein bisschen fighten. Ich verliere so gut wie jeden Kampf, aber ich sehe meinen Pokémon so gern dabei zu, wie sie sich mit ihren Attacken abrackern. Das hört sich irgendwie echt gemein an, bin ich ehrlich. Bist du für eine Sklaventreiberin? Liesa. Also nicht die Liesa hier aus dem Chat, ne? Grüße genau. Unser Schnitzel mit Pommes. Oder die Dönerpflanze. Lisa hat so viele Namen gehabt schon, kann gar nicht mehr mitzählen. So, da haben wir eine Spinne. Die mag ja gar nicht. Spinnen sind eklig. Weg. Push. So, Napu kriegt ein Pünktchen. Das wird schon mal grün markiert für den Ende des Kampfes. Brrr. Tut. Pachirisu. Meine meistverhasste Pikachu-Fake-Variante, by the way. Ich weiß, alle finden das voll niedlich. Und ach, das ist aber so putzig. Ich mag's nicht. Ich hasse es. I don't like it. Nee, also Emolga ist schon ranzig. Aber das da ist die Höhe. Ne? Einfach ekelhaft. Ne? Eichhörnchen sind süß. Pikachu ist auch süß, aber das da ist the evil within. So, welcome at LDS John Boy. Welcome in stream. Nice to see you. You don't have to lurk, don't worry. Oh, actually, I need to talk with you.
I actually had to talk with you maybe a little bit earlier, so I'm sorry that I forgot that. But actually, one of your tickets earned you a new Pokemon, and I'm just asking you if you want to keep it or not. So maybe you think, no, that's not good, I want something else. So you can actually change you can actually choose to not keep it, because I absolutely understand that if you get a Pokemon which you won't notice because it was a Pokemon from the tickets, which you actually can choose because the tickets are kind of random, at least if you pick the first Pokemon of the stream. So yeah, feel free to choose it. To keep it or not. No. The Nidoqueen. Ah, gut, ne? Fenrir hat Erdbeben, ne? Fenrir hat das Erdbeben, ne? Da muss ich immer mal ehrlich sein. Das können wir mal gleich mal nutzen. Das ist nämlich richtig Schmücke. So, erstmal bedrohen. Fenrir bedroht Frauen. Sexism counter increased. Oh yeah. Also nicht für den Stream, sondern für Fenrir. Ich hoffe, es gibt niemanden, der jetzt Sexismus gerade einstreamt hat. Das würde mich traurig machen. Weil Frauen sind genauso wie Männer und jeder andere Geschlechtswahl auch gleich hier. Also alles nur Menschen. Einzige Menschen, die ich denke, die weniger wetzen, sind Idioten. Das sind die einzigen, gegen die ich Rassismus verspüre. Idioten. Aber das ist auch eine Definitionsfrage, also ganz schwierig tatsächlich. Actually, aber ihr wisst, wie ich es meine, ne? Idioten ist ja auch breit dehnbar. Genau wie ich. Breit dehnbar, ja, versteht schon. Ja. Ja, komm, wenn man andere hält, dann muss man auch einen fetten Witz machen. Ne? Ist ja fair. So, Megania aufs Maul. Guck mal, mag ich auch nicht das Pokémon. Du hast nur Schmutz-Pokémon dabei. Hast du auch was Cooles? Kein Pokémon, das ist auch Rassismus. Actually, somewhat, ja. Durchaus. Alle finden Megania voll cool. Ich so, ich mag die gesamte Evolutionsreihe nicht. Wenn, dann würde ich sagen, Lorblatt ist noch am coolsten. Für mich ist Megania actually, keine Ahnung, ein Dinosaurier, den Dinosaurier Benjamin Blümchen, einfach ein Benjamin Blümchen-Verschnitt. Und nicht mal ein cooler. So, jetzt habe ich es mal auch mal gesagt hier. So, das war ein Wascherquie. Johnny, I need you. Gut, Johnny schreibt jetzt nicht in den Chat. Ich nehme mal an, der ist selber noch beschäftigt. Würde Sinn machen. Der gute Mann hat. Ich habe vorhin gesehen, dass er vorhin noch streamt. Deswegen, ich nehme an, der hat jetzt noch keine Zeit und schmeißt auch bloß einen Lurk-Emote in den Chat. Also, ich nehme an, der kann auch gar nicht. Und kriegt das vielleicht gar nicht mit, was ich ihm die ganze Zeit hier in Englisch übers Gesicht haue. Aber so frage ich ihn in den Discord. Nein, nochmal, ist ja egal. Ist ja böscht. So, Vogel kriegt Damage, Wirbel. Ah, ich hab's. Oh lol, das ist ja smart. Mein Saugnapf ist einmal nützlich, dass ich das mal sehen darf. Ne? Saugnapf hält sich im Kampf, egal was passiert. Ist ganz cool, ne? Also ist in dem Fall gerade echt nützlich. Ist ja schon cool. Ne, Verwurzel macht übrigens exakt dasselbe, ne? Wenn ihr nicht. Oh, shit! Autsch! Wieso kannst du Kraftkoloss, mein Freund? Aua. Autsch! That actually hurts. That actually hurt my feelings. Don't you do that again, bro. Das war viel. Ach, deswegen mache ich so wenig Schaden. Ich wundere mich schon. Ich wundere mich schon, wo mein Schaden so hin ist. So, der Kraftkoloss war natürlich fucking hart, ne? Der hat natürlich echt wehgetan. Hätte ich einen Crit bekommen, wäre ich fast gewonshottet worden. Ne? Wären vielleicht 20 KP übrig geblieben. Ja, wir haben irgendwie 120 KP verloren, mal 2 macht 240. Ja, das wären so 20 KP, schätze ich, was übrig geblieben. Es sagt nur Autsch. That actually hurts. Und Silent läuft auch erstmal mit meinem kleinen Entchen-Emote. Mit der Ente aus der neuen Generation, die jetzt bald kommt. So, ein Snobilicat. Du alter Snob, vor dir habe ich jetzt nicht so viel Angst, bin ich ehrlich. Almus. Hast du mir einen Finger gezeigt, du Sohn einer Katze? Mama. Stop it. Don't show the finger. Überreste OP. Also ich verstehe völlig, warum Leute das alle auf jedes Pokémon packen. Das ist einfach
boostest deinen Spezialangriff und greifst dann physisch an. Ah, Katze, please. So ein typischer Katzenmoment, wisst ihr? Also Katzen seht, die so richtig dumme Dinge tun. Just cats. It's just cat things. Aber ey, Hunde machen auch dumme Dinge, also mega. Ich mag keine auf Katzen zu haten. Ich mag Katzen viel, viel lieber als Hunde. Katzen sind eigenständig, die können selber aufs Klo gehen, wenn du es ihnen beibringst. Und kommen halt nur alle Arschlöcher mal zu dir, wenn sie halt Bock drauf haben und gehen dir nicht dauernd auf den Sack. Mit einem Hund muss ich mich immer darum kümmern. Da muss ich Gassi gehen. Und schlabbert dein Gesicht voll, Katze schnurrt dir wenigstens süß um die Beine rum. Sondern Katzen lecken dich nicht unbedingt ab. Es gibt natürlich Katzen, die machen das, aber sehr selten. Deswegen Katzen besser Hunde, Leute. Ihr hört das zuerst. Change my mind. Alle Hundebesitzer sind jetzt instant offended. Und sagen, was, aber der Hund ist doch der beste Freund des Menschen. Und ich bin so, pff, der beste Freund des Menschen. Da denk ich nicht lache. Hunde pinkeln dich an, wenn du sie auf den Arm nimmst. Ja, Katzen nicht. Also Katzen können das auch, ne? Katzen sind dafür berühmt, auf jeden Fall überall hinzukotzen. Das höre ich von so vielen Leuten, dass Katzen ständig überall wohin kotzen. Ne, das höre ich verdammt häufig. Kommt so der ein oder andere Mal vor an Informationen, wo man das so mitnimmt von Leuten, die erzählen, ja, meine Katze hat wieder in die Wohnung gekotzt. Upsi. Und ich denke mir so, warum nehmen die das immer so nonchalant immer auf? Verstehe nicht. Kannst du darüber nicht bitte ein bisschen ersetzt sein? Aber wahrscheinlich kommt es wirklich so vor, dass es ja schon fast normal ist. So. Veteran, Trainer, hi. Ich bin Kai, du kriegst aus Maul. Oft frage ich mich, ob es wirklich so selbstverständlich ist, dass die Pokémon mit uns Menschen zusammenleben. Zu einem Schluss bin ich noch nicht gekommen, aber das hindert mich nicht daran, mit ihnen gegen dich zu kämpfen. Doppelmoral! Ja, ist ja. Oh, ein Reiner! Dass ich dich getroffen habe, ist ja reiner Zufall. Bitte töte mich. So, Smoke. Oh. Und ja, das war eine Smoke-Imitation. Ich finde sie gut, lasst mich. Gut, er macht Memento Mori, er macht den richtigen Kogoro Mori und denkt sich aber nö. Let's go, Suizid. Please don't do that. Lachtara, hey! Mein Lieblings-Pokémon von der Evoli-Entwicklung. Ich hab Kampfattacken. How's that? Hams Natara. Oh, what? War ja gar kein Damage. Da macht ja gar kein Damage. Aua. That hurt my feelings on a personal level. Bonk. Ist aber auch tanky, der Boy, ne? Holy Jesus. Ja, ist okay. Jetzt wird der Kampf ein bisschen ranzig, ne? Bin ehrlich. Jetzt fängt er mit Mondschein an. Na, sag mal. Ich bin ja gar nicht von dir gewohnt. Stop it. Oh mein Gott, der heilt sich voll. Der heilt sich einfach voll, der Lümmel. Blitzschlag. Kabutz, Junge. So, macht mehr Schaden als meine Kampfattacke, I suppose. Nee. Not really. Hat Napu ein Item? Currently. Nö. Heißt, Akrobatik könnte auch noch ein sehr starker Angriff sein, ne? weil Stab und 1,5 K geboostet wäre auch noch eine gute Option. I suppose kann ich auch machen. Oh, Bruder. Ich meine, gut, immerhin hat man ja Mondschein nur 5 Mal, glaube ich jedenfalls. Ja, müsste eigentlich, ich glaube, Mondschein 5 Mal, glaube ich, ne? Macht weniger Damage, ne? Aber ich behalte meine Initiative. Oh, Bro, stop it. Stop it. Get some help. Ich muss sagen, das ist jetzt schon rather anstrengend, was er hier macht. Wie viel Mondschein hat er denn? Sind das 10 AP, die das Ding hat? Sag mir jetzt bitte nicht 20 oder 15. Ja, bitte nicht, ja. Bin ich ja komplett außen vor. Also wenn er Mondschein hat, dann müssten es 5 sein, dann war das jetzt sein letzter, glaube ich. Ja, sieht so aus. Putz! So, er hat jetzt effektiv einen Mondschein gemacht und anderen Shit.
Horrorblick, Zuflucht, Mondschein. That doesn't look very healthy, my friend. Ich wundere mich, wieso so eine Zuflucht noch nicht funktioniert. Hat er nicht bereits jeden anderen Angriff ausgepackt? Horrorblick, Mondschein, Zuflucht. Er muss noch einen vierten Move haben und ich glaube, bevor Zuflucht funktioniert, muss er den einsetzen, ne? Ach nee, Zuflucht war diese Konterattacke, ne? Wenn ein Pokémon besiegt wurde, dass es dann mehr Damage macht. Ich glaube, das war das. Und ein Razzef. Ja, macht actually okay Damage. Aber meine Akrobatik macht viel mehr Damage. Guck mal. Haha. Surprise. Blue Bella. Was mag ich das hier? Das ist wie ein hübsches Pokémon. So wie süß. Stachelspur. Gott sei Dank ging das daneben. Apo Napu macht gerade richtig guten Work. Bros. Brosgies und Freunde. Zufall hat 140 Power, 100 Genauigkeit, trifft aber nur nach erfolgreichem Einsatz deiner anderen Attacken. Okay, dann war ich doch richtig. Das heißt, dass nach Tara hätte noch irgendwas benutzen müssen, ne? Horrorblick und Mondschein hat es gespammt. Das heißt, es muss einen vierten Move gehabt haben nebenbei, den er nicht benutzt hat, sonst hätte ja Zuflucht funktioniert. Noctuska. Kann ich dich one-shotten? Eigentlich ja, aber ich habe trotzdem Angst vor dir, deswegen tausche ich einfach trotzdem. Fenrir. Ich habe was für dich. Oh, warte mal, ich habe ja gar keine Boden. Ich habe keinen Hammer mehr, ne? Shit, ich habe ja gar keine Kampfattacke mehr. Das heißt, ich muss jetzt mit Drachenklaue arbeiten. Na egal. Er macht sich einfach selber mit Sandsturm Damage. Du bist auch richtiger Smart Boy. Vor allem ich habe Überreste, du nicht. Stupid. Idiot. Bonk. Schlitz. Pass auf, jetzt macht's genau so viel. Oh mein Gott, das macht wirklich genau so viel Damage, dass er sich jetzt mit Sandsturm selber tötet. Oh Gott, ich wäre sauer, Alter. Ich wär ja so sauer auf mich selber. Er war self-int pur. So ein Kampf ist wie eine wahre Achterbahn der Gefühle. Ja, das glaube ich, nachdem du dich selbst mit Sandsturm ausgenockt hast. Glaube ich dir gerne. Würde mich aufregen. Ich wäre angepisst. Official. So, ein Puffy reicht. Ist okay. So, ein 80er Limo. Komm, weißt du was, wir machen so. Und Napo kriegt eine Milch. Ich brauch wieder neue Milch. Das reicht dann nämlich auch so ungefähr so. Mit zwei Punkten. Und jetzt, guck ich mal noch hier. Es kann ich auf der Route was fangen? Ja, ne? Ich bin ja Route 2. Die ist ja neu, also kann ich hier was fangen. Und oh ja, Punkte. Habe ich schon. Weiß ich, ich habe ein Tröpfchen in der Box, das kenne ich. Ist eine Dupsklaus, muss ich nicht fangen. Sogar hier aus dieser Same Edition. In anderen Worten, ich kann dieses Tröpfchen ignorieren und auf Route 2 noch ein anderes Pokémon meiner Wahl suchen, was ich vielleicht cooler finde. Werde ich auch tun. Wenn sich zwei Blicke von Tränen lang, dann fliegen schon bald die Fetzen. Dann fliegen die Fetzen auf die Decke. Ja. Teenager Edmund. Sechs Pokémon. Sechs Pokémon, der Mimi. Bist du der obligatorische Carbador-Trainer oder was ist los? Stop it. Get some help here. Dann soll ich ihn so ins Gesicht. So. Haben wir die schlaffe Kirsche erstmal aus dem Netz geprügelt. Und eine Schnecke. Schneckmack. Hat auch im Anime im deutschen Anime so Kirsche. Schneckmack. Richtig schön tief. Kann ich gar nicht nachmachen. Schneckmack. Kannst du so ein Kurzsprecher von Schneckmack, Kappa? Und down. Ist mir egal, ich habe mir Cargo gewonshottet. Augurs. Na, guck ich Punkte, sehr schön. Radikal. Ja, ich würde sagen. Do it again. Das ist natürlich ein absoluter Meme von dem lieben King of Skill. Grüße gehen raus. Mit dem Do it again. Auch wenn der das auch nur aus irgendeinem Film hat. Aber egal, es ist gefühlt sein Steckenpferd, sein Markenzeichen. If it's not working, do it again. Und I'll do it again. Ne?
Bonk. Nabu verteilt heute nur Bonks, ne? Der hat so richtig krasse Schläge heute verteilt hier. I like. Wie gut. Meek. Togekiss. Hm. Jetzt könnte ich noch einen Elektrobonk verteilen. Oder mach ich auch? Elektrobonk. Oh, shit. Scheiße. Er ist aber unhöflich. Stop it. One shot is incoming. Animation sieht auch krass aus, ne? Richtig durchgefrisselt, das arme Togekiss. Kapaloris. Ich hab Akrobatik. Der hat ein richtig schlechtes Team gegen Nabu, krass. Wieso sind. Achso, ich hab's oft Hammerarm benutzt. Das ist alles schneller als ich. Hoppala. Ja, klar, logisch. Ups. Zip. Macht aber trotzdem nichts. Ich kann trotzdem alle töten. Das ist richtig easy. Was war das denn? Du bist viel zu stark für mich. Sorry, not sorry, Bro. Ich hätte gerne eine Milch. Ich nutze mal einen Hypertrank. Warum tue ich das, ist die Frage. Ist total overtuned. Aber ist mir egal. Ich habe so viel Kohle. Und wenn ich jetzt die Kumo-Milch vollständig verbrauche, ist der Slot quasi wieder so an den Rand, an den unteren Rand gerutscht. Das heißt, um die Sortierung beizubehalten, lasse ich mit Absicht mindestens eine Milch übrig. Monozyte habe ich auch schon. Habe ich und hatte ich schon. Das war quasi Lynn am Anfang, der Start der fünften Generation bis zu dem Verkacker. Ihr kennt die Episode hoffentlich alle, wenn nicht, guckt's nach. Oh nein, ich muss meinen Hassstarter fangen. Okay, von mir aus. Nee, nee, meinen die wir mit. Juhu. Hups, bin ausgerutscht. Nee, komm. Wir nehmen es jetzt mit. Vielleicht will es ja einer von euch haben als Erben für die nächste Generation. Weiß ich ja nicht, maybe. Ist auf jeden Fall ein Pokémon-Starter. Ist natürlich logischerweise ein legitimer Erbe, den ich auf Route 1 auch irgendwie catchen könnte und wollte. Wäre schon ganz cool, denke ich. Deswegen, ich glaube, ich mache jetzt einfach einen Blitzschlag, weil ich glaube nicht, dass das ausreichen wird, oder? Oh ja, das ist halt ein sehr starker Angriff, ne? Weißt du was? Ich gehe auf Johnny und mache einen Energieball. Ich glaube, das überlebt er auf jeden Fall. So, wir müssen ein Lorblatt fangen. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass wir einen Endivia hatten. Also, das ist definitiv keine Dupes Claws. Das ist auch kein Pokémon, dafür, dass ich super happy bin. Aber ich könnte verstehen, wenn der eine oder andere von euch mag und haben will. Den verstehe ich das durchaus. Auch wenn ich euch alle für boostet halte dafür. Aber ist ja egal, ist ja euer Bier. Energieball! Flop. Und dann nehmen wir das mit. Ja, ja, easy. Hätte sogar einen Crit überlebt. Er kann sogar Solarstrahl. Sudden Setup, Incoming Fragezeichen? Nee, eher nicht. Da. Flieg und Sieg, Hyperball! Was? Nicht? Aha, Schaden. Schaden sieht aber anders aus, Freundchen. Aber wie gesagt, Lorblatt und die ganze Entwicklungsreihe ist schon eher defensiver Natur. Aber es ist halt jetzt nicht so auch so ein Pokémon, was so krass viel Utility mitbringt, ne? Deswegen, ich weiß bei Meganium mal nicht, ob ich das geil oder nicht geil finden soll. Das ist halt eher tanky, macht wenig Damage, aber hat jetzt auch nicht so krass Möglichkeiten, irgendwie mit Utility rumzuspielen. Kannst du ein bisschen paralysieren mit Body Slam, maybe, als Setup oder so. Kannst auch vielleicht irgendwelche krassen Sonnen-Setups spielen mit Synthese und Solarstrahl. Ist aber auch alles eher meh. Und ey, Guido, danke für den Follow in der YouTube-Aufnahme. Dankeschön. Ich versuche mal noch ein bisschen zu schwächen. Boah, aber Guido, warum der Refollow? What happened? Dankeschön auf jeden Fall. Hat Twitch wieder mal random seine Follows gelöscht? Die Schlawinas. So, noch ein Hyperbällchen. Jetzt ist es rot, jetzt bleibt hoffentlich drin. Maybe. Also wie gesagt, ne, schreibt mir gerne in den Chat, wer es haben will, denn wir haben es gerade gecatcht. Ein Lorblatt. Ja, ist okay. Meine Starter sind ja keine schlechten Pokémon, so ist ja nicht, ne? Whee. So, die Knospen an seinem Hals geben ein würziges Aroma ab, das andere aufweitert.
Drogen. Ja, ich nehme es mit, ne? Wie gesagt, wenn es jemand haben will, schreibt es mir in den Chat, ne? Wenn nicht, kriegt es einen random Namen und jemand kann sich später mopsen oder was weiß ich. Ich finde übrigens lustig, dass Guidos Follow-Alert nicht aufploppt, ne? Also der Alert ist schon wieder mal ein bisschen verzögert leider aktuell. Hm, schade. Und mein Auge juckt. Also traurig hier heute. Ich muss mal die Augen reiben. Ich bin nicht mal müde. Mir juckt einfach mein Auge. So. So, Guys, wer möchte einen Nachtar, ein Loreblatt haben, hä? Wer traut sich, hä? Guido könnte, glaube ich, auch noch ein Pokémon nehmen, tatsächlich, wenn er lustig wäre. Ne, zwei dürfte er ja. Und Guido hat noch seinen Ampharos, glaube ich, aktuell übrig, ne? Ist das richtig? Guido hat noch einen Vati, genau, einen Ampharos dabei im Team. Das ist sogar noch am Leben, das lebt noch. It is still alive. Guido is still alive, Guys. Der wird quasi wieder weitervererbt in die nächste Generation. Wenn er mal mitspielen würde. So gut, wenn keiner will, dann nenne ich es jetzt einfach... Das lese ich jetzt nicht laut vor. Dann nenne ich es jetzt einfach... Entchen soll es werden. Nee. Nein, Entchen hat schon zwei Pokémon. Ich nenne es jetzt richtig witzig. Ja, Urlaub. Ah, witzig. Mir fällt nichts Besseres und Schlechteres ein, deswegen Urlaub. Weil es Laub-Pokémon ist, versteht er. Unwitziger geht fast gar nicht, bin ich ehrlich mit euch. Ja, muss ich ja mich selber mal kritisieren hier. So, da haben wir noch einen Trainer. Den nehme ich noch mit. Bibor, Volbeat, los, meine Käfer-Pokémon, kämpft. Ja. Ja. Ich muss raus. Teenager Dieter, der hat auch 6 Pokémon. Was ist denn los bei den Leuten hier? Und der hat einfach einen Impergartenschlauch. Ich will auch einen Impergartenschlauch haben. Das ist so ein cooler Starter. Auch aus der zweiten Generation. Guck mal, der ist cool. Den hätte ich genommen. Kani Mani ist immer geil. Mag ich. Aber nicht jetzt. Tschüss. Brrst. Weggefrisselt. Und Napo kriegt einen Punkt los. Nach dem Kampf. So, 6 Pokémon. Mal gucken, was alles auspackt. Napo muss ich übrigens noch heilen. Der hat bald keine AP mehr. Der hat schon alles verballert. Und das ist aber 73 schon. Wow, very good. Finsteraura. Schmöker-Move. Aber ich bin physisch. Da ist eher Käse, ne? Scheiße. Ich höre Feuerwerk und ich sehe es nicht. Egal. Ich glaube, so langsam ist es auch dunkel draußen. Das heißt, ich könnte jetzt tatsächlich mal das Tageslicht wieder deaktivieren. Ich glaube, die Flügel sind schon alle weg. Und die kreischen nämlich sonst wieder. Zack. Dann ein bisschen Tageslicht reinlassen. Ja, also ich höre Feuerwerk draußen. Könnt ihr jetzt euch genießen, aber ihr seht es nicht. Ich übrigens auch nicht. Kann nicht sagen, wo es herkommt. Bekannte Takwa, ja. Ist ein super geiler Move, aber nein. Leider nicht. Ich will auch ein Relaxo. Ich liebe Relaxo. Warum ist das so knuffig? Ich mag Relaxo. Relaxo ist einfach mein Spirit Animal. Und no way for you. No way for you. Ja, aber du stirbst trotzdem, ne? Tut mir leid, mein Digga. Aber Relaxo als Kampf-Pokémon, so als Teammitglied, wäre da auch mal geil. Ne? Ein fetziges Relaxo, da hätte ich auch Bock drauf. An Flampivian. Nicht so geil. Da muss ich mal ganz schnell auf Fenrir auswechseln. Der hat mich mit Rohr und kann den erstmal ein bisschen schrumpfen, den Angriff des Gegners. Der ist nämlich ziemlich hoch. Und außerdem habe ich danach Erdbeben übrig. Der ist gut. 2-in-1 Kombi-Paket. Fenrir delivered. Verhühner. So machen. Das ist mir wurscht. Oh, warte mal, ich muss aufpassen. Und zwar beim Stadtfest unten. Wir haben ein Stadtfest unten. Das ganze Wochenende über. Ist hier bei uns in der Stadt der bunte Hering. Ja, unser Stadtfest heißt so. Und da wundert euch nicht, ist einfach so.
Da läuft immer heftig laut Musik in den ganzen Zeiten und da muss ich aufpassen, dass es hier nicht DMCA-Probleme gibt. Ich meine, es ist zwar nicht sehr laut und kommt aus übelst weiter Entfernung, aber die drehen die Boxen immer so auf, dann hörst du die durch die ganze Stadt. Yikes. Was soll ein Tegra-Bürger nur dagegen tun, dass ständig irgendwelche Leute dir lauter Mucke ans Gesicht brüllen? Die Vögel sind immer so aktiv, die höre ich schon wieder kreischen hier. Quietsch, quietsch, quietsch. Man hört es schon wieder draußen. Sorry, dass das jetzt eine Aufnahme ist, aber das läuft bei uns im Sommer so. In der Blockhaus-Gegend in meiner Hood. Sorry, finde ich cool. Da gibt es halt nochmal viele Mauersegler, weil so viele Blöcke rumstehen und die nutzen die Ritzen in den Mauern und irgendwelche Brutkästen, die aus irgendeinem Grund exakt über meinem Fenster angebracht sind, nutzen die als Brutkästen. Und dann ist jetzt hinterher so, was soll denn der Scheiß? Warum ausgerechnet über meinem Fenster? Warum denn ausgerechnet bei mir über dem fünften Stock in meinem fucking Fenster? Direkt rechts über meinem Fenster, hier oben drüber, ist so ein scheiß Kasten. Da fliegen die Vögel drin und legen da ihre scheiß Eier. Können die das nicht woanders machen? Warum ist das direkt an meinem Fenster dran? Deswegen fliegen die immer so laut vor meinem Fenster vorbei und machen immer... Und wenn sie ihre Kreise ziehen, quer durch den Innenhof, dann kommen sie wieder immer hier rum und machen wieder... Das ist, immer das ist ein bisschen weird, ne? Aber habe ich schon in diversen Let's Plays mal erzählt. Habt ihr aber schon ein paar Mal gehört, weil selbst wenn ich Fenster zumache, hört man es immer so ein bisschen. Und da mein Mikro sehr empfindlich und gut ist. Werdet ihr das bestimmt auch, wenn mein Fenster zu ist. Bisschen. Falls ihr wundert, wer das Gequietsche im Hintergrund ist, keine Sorge, hier werden keine Kinder im Keller gequält, falls ich das wüsste. Oh, das sind einfach diese blöden Vögel da draußen. Immer hier zwischen, ja, ich sag mal Mitte Juni bis Ende August meistens. So, die halt 2,5 Monate ist hier immer nachts kreischen angesagt, ne? Gerade bei sehr sonnigem und warmem Wetter sind die auch fast den ganzen Mittag bis Abend unterwegs. Aber das ist mir egal, weil beim warmen Wetter mache ich Fenster eh zu. Aber wenn man ein Fenster aufhaben will und die kreischen, ist es actually sehr, sehr nervig, weil wenn es direkt von einem Fenster vorbeifliegt, das Vieh, schon laut. Ich habe schon gestern, saß ich im Discord-Call mit dem lieben Charlie, grüße gehen raus. Und die fragt sich auch, was ist denn da im Hintergrund los? Und ich sage, ja, alles normal, das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist alles normal, das ist nichts Ungewöhnliches. So, ich muss mich kurz heilen, Napu fehlt ein bisschen KP. Oh, und ich muss Punkte verteilen. Feria, Napu, gönnt euch. Ja, das Ding ist immer ein bisschen laut. Ich find's ja super nervig, es stört mich halt wirklich. Ich bin ja der Meinung, es ist gefühlt eine Mietminderung wert, weil der Dezibelwert von so einem Vogel da so kreischend an einem Fenster vorbeifliegt, der ist schon... Also wenn ich da so eine Momentaufnahme, so eine Dezibelaufnahme machen würde, würde es wahrscheinlich schon in den Störlärm reingehen. Und vor allen Dingen, weil die auch bis... Gerade im Tiefsommer, ne, wenn du wirklich lange hell draußen ist, so wie jetzt aktuell, ist ja teilweise jetzt noch immer Sonne da, ne? Also, man könnte jetzt locker draußen noch laufen und die Laternen sind auch noch aus hier bei uns. Und da teilweise bis um 22 Uhr. Das ist schon anstrengend. Aber hey. Es gibt eh noch mehr an dieser Wohnung hier, was absolut mietmindernd wirkt, ne? Wie zum Beispiel, dass mein Fenster undicht ist. Das, wenn es in irgendeiner Jahreszeit richtig, richtig stark regnet, kommt das Wasser durch die Decke im Badezimmer. Haben sie schon mehrmals versucht zu fixen, indem sie da oben auf dem Dach irgendwelche Sachen gemacht haben. Klappt nur so mäßig. Ja, schwierig. Naja, es gibt so einiges an dieser Wohnung hier, warum ich sage, ich würde gerne ausziehen. Mama, du kannst ja gerne hier bleiben, aber ich würde gerne ausziehen. Wär schon schön. Eigene Wohnung, ein eigenes Streamingzimmer, geil, richtig schön einrichten. Wo ich schön geil im Stream auch ohne Greenscreen geil meinen Hintergrund präsentieren kann, der so schön geil aussieht, fett beleuchtet, so eine Chillo-Kamera, Alter, wo man so richtig geil streamen kann. Den ganzen Tag schön belüftet, damit man abends schön im Kühlen streamen kann. Oh, geil, ich feiern. Würd ich feiern, Brudi. So, hier hinten war ich schon drin, ne? Merke ich gerade. Hier war nix. Oh, hier nicht weiter. Eine Feuertafel. Das ist echt hier ganz nützlich, ne? Feuerurteilskraft ist ganz nützlich. So, hier liegt nach rechts was. Wahrscheinlich hier in diesen Holzsträben da in der Mitte, ne? Ja. Ein Elektrojuwel. Schmutz bringt Geld. Luki. Achso, ja, ich wollte mal gucken, wo es da rechts hingeht, ne? Jetzt gehe ich erstmal hier runter. Oh, da sind noch irgendwelche Dudes.
Irgendwelche Trainer und da ist noch irgendein Trainer. Was ist denn hier los? Okay, doch nicht. Wir gehen doch erstmal nach rechts da. Warte mal, ich mach das mal so hier. Ich gewinne hier ran. Komme ich mich mal direkt zu meinem Schutztäschchen. Da. Der letzte Superschutz geht über den Jordan. Muss ich noch Punkte verteilen? Nee, gut. So, den habe ich schon, ne? Der ist schon down. Okay, dann ist hier noch eine Trainerin. Und zwei Items, Fragezeichen. Sind das beides Items oder ist das eine wieder ein Pilz? Nee, es sind beides Items, cool. Dankeschön für Ihr Vertrauen in die Kai GmbH und Dankeschön für das Beteiligen an meinem Inventar. Ich suche nach einem Instrument, das wie für mich maßgeschneidert ist. Ich veranschaue dir das kurz. Der Klang des Instruments sollte beim Publikum für offene Münder sorgen. Ein bisschen wie ein Pokémon mit der Fähigkeit Felskern, die sehr effektive Angriffe des Gegners abschwächt. Hast du so ein Pokémon dabei? Wenn ja, dann musst du es mir unbedingt zeigen. Was hat das Pokémon mit der Fähigkeit mit deinem Instrument zu tun? Das verstehe ich nicht richtig. Das verstehe ich nicht. Ich muss mir nochmal erklären. Für ganz dumme bitte. Das klingt nämlich für mich nach übelsten Mumpitz. Aber das ist nur meine Einschätzung. Kann ich ja machen, wie ich möchte. So, wie lange haben wir noch? 20 Minuten. So, Kali, Punkte für dich. Actually, auch einer der, mit denen, die halt am wenigsten gesammelt haben. Ich weiß, Brad hat auch noch gar keine Punkte gesammelt, aber das liegt ja daran, dass er zwischendurch nicht da war. Und Brad aufgrund seines Tauschstatuses, deswegen können wir ihn ja wieder umbenennen in Brad, wie er eigentlich heißen sollte. Er ist jetzt natürlich im Herzen Brad, aber ich kann ihn nicht umbenennen. Und er kriegt natürlich aufgrund seines Tauschdaseins mehr XP als der Rest und dadurch levelt er schneller und muss weniger häufig kämpfen und sammelt leider an. In Konsequenz dessen ein paar Punkte weniger. Das ist leider einfach so. Da kann ich nicht viel gegen machen. Aber ist egal, weil ich krieg trotzdem Punkte. Und ich finde das völlig in Ordnung, weil Machoma ist ein cooles Pokémon. Und ziemlich stark. What? So, X-Bot, tschüss, hab ich gehört. Was? Kali, der Zerburner, Alter. Der hier Burner. Das Aua. Johnny, ich bräuchte. Obwohl, der hat Eisschwäche, ne? Brad, das ist was für dich. Eis-Pokémon mit Boden ist ganz kacke. Ich habe viele Eisschwächen. Ich muss irgendwas dagegen. Oh, scheiße. Wobei, das dürfte nicht so viel Damage machen, ne? Blizzard ist ja ein Move, der. Au. That hurts. Das scheint ziemlich weh. Wen hatte ich denn vorher drin jetzt? Kali, ne? That actually fucking hurts, ne? Also das war jetzt wirklich sehr, sehr viel Damage. Und ich habe einen Crit kassiert. Und die Attacke hat getroffen, ne? Blizzard ist so eine 70% Attacke, die trifft bei mir grundsätzlich gar nicht. Leute, ich werde mich jetzt heilen. Erster Tag des Kampfes. Ihr kennt den Schnickschnack, weil ich habe einen Crit kassiert, das gefällt mir ja nicht. Also me not like. Jetzt kommt nämlich ein Erdbeben und ich weiß, das wird viel Damage machen. Ich muss aber gucken, wie viel. Geht, aber ist schon viel. Also jetzt, wenn mich ein Crit jetzt trifft, bin ich tot. Then I actually have lost some of my Pokémon. Ich könnte das Erdbeben jetzt konnte nämlich jetzt Fenrir einwechseln und voll den smarten Move machen, aber Fenrir hat nichts, um dieses Pokémon zu one-shotten. Nichts. Ich überlege, ob ich Johnny einschleuse, weil der hat natürlich eine deutlich stärkere Verteidigung als die anderen Pokémon in meinem Team. Wobei es geht eigentlich. Also gerade verteidigungstechnisch ist Kali auch fein. Der Spezialangriff ist zwar ein bisschen besser als beim Rest, aber viel mehr ist es jetzt nicht. Es ist ein bisschen mehr. Ne? Ist krass, actually hat Kali. Kali hat aber 70 KP wieder. Das ist schon ein Unterschied, ne? Aber ist die Verteidigung ist trotzdem okay. Aber damit bin ich gegen Blizzard okay gewertet. Der ist sehr effektiv, aber ich habe nur eine Spezialverteidigung. Von daher wäre okay, ich suppose. Und man hat auch nur 5 Blizzard und der geht auch oft daneben, das ist 70%, wie gesagt. Und Erdbeben könnte ich gut verkraften, weil es halt neutral ist, ne? Und ich hätte einen Energieball, der halt guten Damage macht. Also ich wäre jetzt nicht schlecht dabei, aber ich weiß auch nicht, ob Johnny da wirklich so gut ist. Weil ich bräuchte auch safe mindestens 2 Energiebälle, denke ich. Man gut, der tankt schon ganz schön ein bisschen was, ne? Ist schon, hat sehr viel KP halt einfach. Wenn ich jetzt den Erdbeben tanke, weiß ich halt auch nicht, wie viel Johnny von dem Blizzard bekommt. Also ich gar keine Ahnung. Ich glaube, ich muss hier drinnen bleiben, weil der ganze Rest meines Teams
macht jetzt nicht so viel gegen dieses Pokémon, ne? Nappu wird von dem Blizzard, glaube ich, auch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Es geht. Spezial wird natürlich auch sehr effektiv. Ne? Ein sehr effektiver Blizzard macht auch von einem Mammutel-Damage. Und das sage ich jetzt in dem Ton im Sinne, weil Mammutel hat ja nicht so viel Spezialangriff wie physischen Angriff, bei weitem nicht. Aber ein Blizzard ist ja trotzdem ein Blizzard und ziemlich stark am Move. Das kann man auch nicht unterschätzen. Mit einem Hammerharm hingegen könnte er hier wahrscheinlich ihn one-shotten, aber ich weiß auch nicht, ich werde nicht schneller sein, oder? Nur bei 10 Leveln? I guess I have to try. Ich bin sogar schneller, wow. Okay, jetzt die Frage, reicht mein Hammerarm? Ich denke, es könnte reichen. Ja. Nice. Das war entschärfend. Hätte auch daneben gehen können, Hammerarm hat 90%, also das hätte auch noch passieren können. Aber Brad entschärft. Sehr gut. Miep, miep. Das ist schon wieder sehr viel entspannter. I like. Da kannst du noch so schnell werden, ist mir egal. Ich box dir jetzt meine eisige Faust der Gerechtigkeit ins Gesicht, Bro. Und hab den Käfer damit zurück ins Steinzeitalter gefrostet. Miep, miep. Ich mag aber Lydians Move Action. Och nee, Mama. Nein, Digga, hör doch auf. Kann ich wechseln? Ist das einer von diesen Wechselwurgen genau? Die haben ja eine Random-Fähigkeit manchmal. Und ich würde an der Stelle gerne... Ja, wen benutze ich da? Johnny mit Stärke und abwechselnden Fähigkeiten? Ja. Kann ich wechseln? Oh, sehr gut. Ich kann actually wechseln gegen Wurgen genau, weil der Gegner eine Random-Fähigkeit hat, die nicht Auswegsperre ist. Ja, kannst du abknicken, Bro. Nein, stop it. Stop it, get some fucking help. Ich hasse Abgangsbund. Widerlich. Leute, die sowas in Nuzlocke benutzen, sollten einfach gescholten werden mit der Peitsche. Das reicht uns nicht, so nach dem Motto. So, ja, ich kann es auf jeden Fall nicht töten. Das hat, ist schon tanky, ne? Ich kann erstmal Damage machen. Das ist ganz schön viel. Wenn jetzt Spiegelcape kommt... Oh, cool. So, plus das Gute ist, er hat gerade Spezialverteidigung verloren und sein Abgangsbund ist nicht mehr aktiv. Das heißt, ich kann ihn töten. Ich glaube, er hat sogar Spezialverteidigung verloren. Plus, es war sowieso ein Two-Shot-KO. Aber hätte er jetzt Spiegelcap benutzt, hätte mich das safe geone-shottet, weil wohin genau hat sehr viel KP, also seine Hälfte ist mehr wert als meine. Also es verdoppelt ja den Schaden, der gemacht wurde. Ergo, wenn Johnny ihm die Hälfte Schaden macht und der kontert mit doppelt so viel Schaden, müsste ich mehr KP haben, als er die Hälfte hat. Und bei wohin genau ist die Hälfte wahrscheinlich schon 200 KP oder so. Ist bei mir natürlich 400 Damage, den überlebe ich natürlich nicht. So, Scarboard. Das ist was für Fenrir, ne? Ich kann seinen Angriff senken. Ich bin immun gegen Käfer als auch Kampfattacken, ne? Johnny nicht zum Beispiel, der hat gegen beides eine Schwäche. Einmal wegen Pflanze, einmal wegen Stein. Ist nicht so toll, ne? Da muss er auch mal wechseln, der Johnny. Und Fenrir tankt das hier sehr gut, denke ich. Ja. Ich weiß auch nicht, warum du mit Offenlegung angreifst, aber das muss ich auch, glaube ich, nicht erfragen. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Stirb mit Ü. Das ist schon ganz schön wieder kranke Fights heute. Ich hasse halt, wohin genau so ein richtiger Nuzlocke-Töter einfach. Der jedes Mal einfach deine Nuzlocke einfach komplett hops nimmt in irgendeiner Sequenz. Das ist einfach zu kurz. Es ist einfach uncool. Aber halt, wohin genau so ein Allerwelts-Pokémon hat natürlich relativ durchschnittliche Werte. Und bei einer Edition, wo man mit ähnlicher Stärke randomized, ist natürlich ein Durchschnittswert auch ab und zu mal recht häufig dabei. Ab und zu recht häufig. Ja, das macht Sinn. So, und dann kommt dieses Patrick-Meme. That makes sense to me, ne? Oh, Klassiker. So, noch ein Kukmada. Dann kannst du mal hier in den Friedhof Kukmada. Na, tschüss. Babalido. Ich hab Mali besiegt, Alter. Armes afrikanisches Land. So, Mali, ne? Irgendwo in Afrika. Ja, schon. So, wir werden zurücklaufen und uns nochmal unsere Pokémon heilen, weil ich gerade schon ganz schön aufs Maul bekommen habe. Mein Schutz geht gerade aus und ich habe keinen mehr übrig, aber ist mir egal. Ich habe ja Top-Schutz gekauft am Ende, da kann ich den jetzt benutzen. So, wir verteilen nochmal wir verteilen Punkte, heilen unsere Pokémon und laden unsere Tränke auf. Also, hier im Overlay. Und Brad kriegt einen Punkt. Kali, Johnny, let's go! Thank you.
Actually überlege ich schon wieder, Brad ein paar Heldenpunkte zu geben, dafür, dass er gerade den Kampf gecarried hat, weil gegen das Mammut hätte ich sonst nicht viel machen können. Hätte ich jetzt Entchen zum Beispiel dabei gehabt und Brad nicht, hätte ich gegen das Pokémon sehr viel Probleme gehabt. Weil ich kann zwar occasion Damage machen, aber ich werde von fast einem One-Shot übers Boden und Eises. Zeigt man doch recht immensen Eisschwächenmenge. Das fällt dann doch schon auf. So, wer muss trainieren? Ja, Kali weiterhin. So, jetzt habe ich ja hier Lollblatt gefangen, also vor Gras muss ich mich nicht verstecken. Vor 2 Jahren habe ich mich von meinem Pokémon getrennt. Oh nein, wer macht... Bist du ein Ash-Sommer? Das macht doch keiner. Aber wie sagt man so schön, einmal ein Trainer, immer ein Trainer. Ach, von allen Pokémon, Leute, wer macht denn sowas? Das ist ja boosted. Das ist ja so, als würde ich meine Pokémon-Spiele wegwerfen. Veteranin Mina. Mina, Alter. Okay, sie hat aber noch Pokémon immerhin. Tolupto. I mean, ich hab Surfer, ehrlich. Das kann schief gehen. Flammenstoff. Ich hab keinen Flammenfänger, ne? Ich hab Flammenkörper. Hätte ich Feuerfänger, hätte ich den Angriff jetzt abgeblockt und hätte mehr Damage bekommen. Für Feuerwerk. Ah, ouch! Das könnte ein bisschen wehtun. Also ne, jetzt nicht die erste Attacke, aber die späteren Attacken. Balzer wird immer stärker. Ah, der erste ist natürlich jetzt nicht so krass. Aber trotzdem, er hat einen Walzer, mit dem habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Ich weiß, da hat ihn gelabert, hat irgendwann lernt, aber ich hätte nicht gedacht, dass er auf Level 60 X das noch hat. Das habe ich nicht erwartet, bin ich ehrlich. So ein Formi. Du hast halt eigentlich gar nichts gegen mich, ne? Du könntest halt jetzt Regen spammen, ich bin wahrscheinlich schneller, oder? Ja. So, der Regen verpufft sich draußen, die Wolken sind weg. Aber Tageslicht ist auch weg. Also wir haben jetzt hier keine Tageslichtbeeinflussung mehr. Jetzt kann ich mein Fenster langsam auch aufmachen. Das ist sehr angenehm tatsächlich. Ein bisschen Frischluft hier reinzukriegen. Magnalien, ja, da habe ich Angst vor. Wenn du schneller sein solltest oder Tiefschlag hast, bin ich ziemlich tot, I suppose. Und ich könnte jetzt natürlich Urteilskraftkampf machen, aber ich weiß nicht, Magnalien könnte wahrscheinlich schon Tiefschlag beherrschen, I suppose. Und dann. Nee. Das ist mir nix. Das ist wieder ein Job für Brad. Jetzt mit Unnicht-Pokémon ist nämlich einfach. Und wie gesagt, Tiefschlag kriegt ja Prio, ne? Das ist eine gute Frage. Wenn ich Itemsperre kassiere, wird denn noch die Tafel in meinem Inventar meine Urteilskraft in Kampf umwandeln? Das ist eine sehr interessante Frage. Das ist eine gute Frage, muss ich sagen. Ich wäre neugierig, das zu erfahren, liebes Spiel. Please tell me. Oh, mein Hammerarm geht daneben. War ja klar. Du machst dir selber Schaden, weil du doof bist. Oh, der Hammerarm geht nochmal daneben. 2x90% verkackt. Na, wie hoch ist die Chance? 1% übrigens. Ne, 1/10 von einem Zehntel. Ist ein 100stel, ergo 1%. Quick Math. 2 plus 2 plus 1 ist 4. Minus 1 ist 3. Quick Math. Ich kann das nicht so gut, ich kann nicht rappen. Tut mir leid. Ich bin nicht gut im Dinge schnell aussprechen. Ich kann auch bei vielen Musikpassagen beim Rappen einfach nicht mitsingen. Das geht ja nicht. It's not possible. Den habe ich vergessen. Den überlebe ich, oder? Gott sei Dank hat Elf und kein Damage, Alter. Oh, puh. Uff. Elf, uff, Alter. Eieiei. Den habe ich vergessen. Den habe ich ganz doll vergessen. Das war nicht smart. Hätte mich sonst Kopf und Kragen kosten können, Leute, bin ich ehrlich. Wäre das jetzt ein starkeres Pokémon gewesen, hätte ich den Orkan vergessen, wäre ich tot gewesen. Und ein Crit hätte mich übrigens auch getötet, glaube ich. Eieiei. Muchos Muchachos. Das war aber close. Der arme Brad, den wollen wir noch nicht verlieren. Der arme Brady Boy. Ich hörte, eure Lordschaft erwünscht meine Anwesenheit. Naja, wenn du ums Spiel bist, freue ich mich natürlich. Hallöchen, moin. Wie geht's dir? Geburtstag überstanden? Did you survive? Habe ich vorhin auf Discord geschrieben. Lieber auf dem Geburtstag von einem Familienmitglied. Weiß nicht mehr welches. Irgendwas familiäres. Und ich fragte so, na, bitte wenigstens ein geiler Geburtstag. Und die Antwort war so. Und jeder kennt es. Das sind diese typischen Schnarcher-Geburtstage, wo du bei Oma sitzt und nur so ein... So ein Stück Kuchen ist, weil mehr hat Oma ja nicht eingeplant. Oder es ist so eine Oma, die einfach
Essen für 30 einplanen, für 4 Leute. Das gibt's natürlich auch. Das ist natürlich je nach Oma abhängig. Was geschrieben? Habe ich heute noch ins Stream kommen? Ja, warum nicht? Ich bin gespannt, wenn du das. Was soll ich sagen? Achso, ja, je nachdem, halt, welche Oma man hat, ist man entweder überfressen ohne Ende oder einfach nur total geizig und Oma hat nur so ein Stückchen Kuchen für 4 Leute. Schwiegermutter hat BJ, es gab ein Hauptgericht und ein Getränk, Rest selber zahlen. Das ist ja auch sympathisch. I mean, kann man machen, ist okay. Ein Gericht und ein Getränk, ist okay. Das ist ja trotzdem, also bei uns in der Familie, ne, je nach Person, hättest du alles selber zahlen dürfen. Was aber okay ist, ne? Finde ich fein. Meine Familie dagegen ist so, bitte ess 3 Kuchen und 2 Schnitzel und noch mehr. Ja, das ist übrigens auch meine Familie. Also Teile davon. Also, ich kann jetzt hier so ein paar Storys wiedergeben. Bei der Hochzeit meiner Großcousine Sandra, die ihren langjährigen Freund geheiratet hat, Christian übrigens. Grüße geht raus. Ganz liebe Menschen. Bei der Hochzeit habe ich mich hart betrunken, weil Alkohol war voll komplett umsonst. Kannst du bestellen, wenn du möchtest. Also man sollte sich natürlich schon regulieren. Da war ich jetzt nicht so gut dabei, bin ich ehrlich. Weil auf der Party habe ich mich schon ganz schön hart betrunken. Das letzte Mal, dass ich auf einer Party mich, also beziehungsweise nach der Party mich übergeben habe, weil ich zu viel Alkohol getrunken hatte. Das ist jetzt speifrei seit, wann war die Hochzeit? Ich glaube 2016 oder so. Seitdem bin ich speifrei. Um mal den Ted Mosby zu meme. Ist schon wie sehr, ist auch ein bisschen her. Inzwischen haben die beiden ein Kind. Die haben das geheiratet und dann ihr Kind bekommen. Das ist ja heutzutage nicht mehr so üblich. Aber, ja. War eine geile Hochzeit. Das ist eine mega geile Hochzeit, ne? Aber ich dachte so, Alter. Ich könnte doch nicht umsonst Leute Alkohol bestellen lassen. Das ist ja illegal. Das ist ja Selbstvernichtung. Das ist ja quasi Finale für die Brieftasche. Ich habe an dem Abend, ihr kennt ja diese großen Ikea-Gläser, so eine 04 Ikea-Gläser. Ich habe an dem Abend bestimmt mit, ich lasse mal den Rest Alkohol weg, den ich noch so nebenbei vernascht habe, bei anderen Leuten mittrinken und kosten, probieren, was haben diese für Alkohol? Ja, schmeckt gut, lecker. Habe ich an dem Abend bestimmt von diesen Gläsern bestimmt 7, 8, 9 davon vernichtet an dem Abend und mir war echt übel. Wir sind dann alle irgendwann ins Bett gegangen und mir war es so übel, ich musste mich übergeben. Ich habe mich dann einmal in den Eimer im Bad, die wussten schon, warum die sowas da stehen hatten, übergeben. Jetzt nicht übelst krass, so ein bisschen. Und danach ging es meinem Mom besser, ich fühlte mich besser und habe mich ins Bett gelegt und geschlafen. Und wie eine Leiche. Aber hatte ich einen Schädel am nächsten Morgen, Alter. Aber ich habe nichts vergessen, erstaunlicherweise. Ich habe keine Filmriss gehabt. Ich weiß, dass ich noch eine Kellnerin zum Tanz aufgefordert habe. Die war schon im Endschichtmodus und ich so, hey komm, ich muss Tanzschritte üben, habe ich gehört von meiner Familie, weil ich an dem Abend tanzen gelernt habe. So ein bisschen, also minimal. Ich bin kein guter Tänzer, glaube ich. Aber habe ich an dem Abend so ein bisschen gelernt. Hast du mich eigentlich gekillt oder ausgetauscht? Ausgetauscht tatsächlich. Oder andere Edition? Nee, ist dieselbe Edition. Du bist nicht tot. Ich habe einfach mal ausgetauscht, damit finde ich mit 50.000 Legis immer rumrolle, renne und ich wieder ein bisschen Abwechslung habe. Deswegen sind jetzt zum Beispiel, Jolly ist jetzt wieder am Team und Kali ist jetzt auch als Skelabra im Team und Entchen hat jetzt quasi dich als Drachen-Pokémon ersetzt und ist jetzt quasi als Trikefalo dabei, was ja auch ein cooles Pokémon ist, wenn sie jetzt gerade auf der Box sitzt. Und wir haben ja mit Napu und dir jetzt 2 Legendäre gehabt und ich so, ja komm, das ist schon ein bisschen viel, ne? Es war jetzt schon sehr einfach, ne? Insgesamt gesehen, deswegen dachte ich so, komm, bist du mal nett. Und reduzierst du auf ein legendäres Pokémon. Echt, ja. Muss aufschlucken. Ja. Und meine polnische Oma macht sowieso immer viel zu viel Essen. Sie kriegt irgendwie 3 Besucher und es gibt irgendwie ein Essen für eine ganze russische Großfamilie. Das ist furchtbar. Das ist aber so polnisches Erbgut. Ne? Also, das habe ich auch bei anderen polnischen Familien gesehen, dass es da wirklich ähnlich ist. Weil es so viel zu essen gibt. Und so viel Alkohol. Tatsächlich war ich auch bei dem kürzlich, das war ja so wie Ende letzten Jahres, ich trau dir alles zu. Lynn ist actually undying, das die Alga, es stirbt aber nicht, das ist einfach undying. It's impossible to kill. Das stirbt über alles, das ist insane.
Stärkstes Pokémon bis jetzt in der ganzen Challenge. Hands down. Jedenfalls, ja, bei der polnischen Geburtstag meiner Oma war das auch so. Da gab es so viel zu essen. So viel Futter, Alter. Und so viel Alkohol. Ich weiß nicht, die haben irgendwie viele. Wir hatten ja irgendwie, da war ja noch so halb Ende Corona. In Polen nahmen die ja die Regelungen leider nicht so ernst. Deswegen war es dann mal ein bisschen anders. Und hier ist übrigens ein Durchgang. Route 2. Vielleicht wieder mal ein Custom-Pokémon aus einer Nische. Mal gucken. Das ist ein Item. Ein Pokéball. Und das Bierradler und Zeug anzudrehen, dabei weiß ich, sie, wir trinken nichts. Ja, na gut, bei der polnischen Familie ist das anders. Also wenn du da den Anstandswodka nach dem Essen nicht trinkst, dann gucken nicht die Leute da schon. Also nicht, also es ist jetzt nicht unbeliebt oder so, die verstehen, wenn du nichts trinkst oder so, weil du es vielleicht nicht verträgst oder weil du. Also wir hatten zum Beispiel ein schwangeres Pärchen, ist auch nichts getrunken an dem Abend, war völlig okay. Aber insgesamt gesehen ist das da schon so ein bisschen Brauch, habe ich das Gefühl. Ist schon. Der guten Etikette eher angesehen, wenn du da einfach mittrinkst. Ein bisschen eintrinken, ne? Aber du musst immer was in deinem Glas drin lassen in den Polen, sonst schenken die dir nach. Und das liegt nicht daran, dass das Restaurant wie Alkohol verkaufen will, sondern auch bei Familie. Wenn dein Glas leer ist, nehmen die an, du willst noch was. Das Gastfreundschaft, die schenken dir nach. Und dann hast du wieder was zu trinken. Das ist ja lieb gemeint, aber wenn du nichts trinken willst, trink dein Glas nicht aus. Das ist scheiße. Das ist da ganz gefährlich. Ne, also bei uns kennt man ja hier in deutschen Restaurants, machen die das auch so. Gerne, ne, nachfüllen auf leere Gläser hin. Ne, fragen natürlich trotzdem nochmal, aber bei den Polen, Chef, kriegst du einfach nachgeschenkt. Fragen da gar nicht nach. Ich hatte eine gute Ausrede, Tabletten vertragen sind nicht mit Alkohol. Das stimmt tatsächlich, ne? Das wird ja bei den Tabletten, denke ich mal, auch wirklich so sein. Von wegen, ist ja keine Ausrede eigentlich, ne. Naja. Aber ja, also sind die Polen super nette Menschen. Ich kenne ja Leute, die was. Also, es ist hier im Osten leider nur mal so, dass es Menschen gibt, die sagen, Ausländer. Entschuldigung, das ist mal leider so. Gibt es hier im Osten nur mal. Und ja, auch in Bekanntenkreisen, Familie manchmal kommt da mal so einer rüber. Es gibt immer diesen einen beliebten Stiefonkel, der so ein bisschen aus der falschen Richtung kutschiert. Das ist natürlich ja nicht hier eher so ein bisschen ostmäßig. Tatsächlich in der alten Generation meistens eher so ein Russland-Freund, was ich auch nicht so geil finde. Das ist genauso scheiße wie aktuell. Gerade in der aktuellen Situation, wo man zeigt sich so Russland. Nimmt so gar kein Blatt vor den Mund. Schämt euch, ihr Schweine. Ihr besudelt gerade euer internationales Abbild. Und das Bild, was man von den Russen eigentlich haben könnte. Was eigentlich jetzt nicht unbedingt negativ sein müsste. Aber die sind aktuell schon sehr hart propagandaisiert. Was echt schade ist. Also, das ist mir egal. Verjuckt mich das. Und jedenfalls deswegen, ja. Gibt immer diesen einen unbeliebten Familienmitglied, der ein bisschen komisch drauf ist. Bei mir ist es halt einfach, weil ich im Osten aufgewachsen bin, ja. Gibt's einfach so ein paar Leute, die kennt man, die sind da tatsächlich ein bisschen rigoros und sagen, Polen, nee, die mag ich nicht. Die kommen hier mal hier rüber und arbeiten hier bei uns, um hier Geld zu schnurren, weil sie hier besser verdienen. Ja, ach nee! Würden wir auch tun, wenn wir könnten. Wäre es andersrum, würden wir auch in Polen arbeiten gehen und da geiler Geld verdienen, wenn es da besseres Geld gibt. Ist aber nun mal nicht so. So, da würden wir das doch genauso tun. Also guck doch da nicht so herab drauf ab. Das ist doch lächerlich. Das macht doch jeder, wenn das könnte. Und actually kenne ich Leute, wo das so ist. Ich habe Familie unten. Also Familie, ja schon, doch Familie. Unten in Konstanz an der Grenze zur Schweiz. Ja, rat mal, was die machen. Die gehen in die Schweiz, verdienen scheiße viel Geld und wohnen in Deutschland, wo die Haltungskosten nicht ganz so hoch sind. Muss zwar, glaube ich, bei dem, was du verdienst, wegen des Arbeitgebers und deiner Angabe, dass du in Deutschland wohnst, tatsächlich irgendwie mehrere Abgaben machen, habe ich gelernt. Aber trotzdem ist das ein riesig geiler Verdienst. Und in Deutschland, wie gesagt, sind die Haltungskosten nicht ganz so krass wie in der Schweiz. Deswegen lebt er ja davon ziemlich gut. Und der macht das auch so. Das finden natürlich die Schweizer auch scheiße. Aber nur, weil sie auf der falschen Seite sitzen. Wenn man in Deutschland besser verdient als in der Schweiz, würden die Schweizer auch rüberkommen und bei uns arbeiten und dick Geld verdienen und uns mit nach Hause bringen. Ist ja normal, wenn du die Möglichkeit hast, an der Grenze wohnst, warum nicht? Do it. Also darauf herabzusehen, finde ich furchtbar. Gerade weil ich ja, ich würde in Polen arbeiten gehen, wenn ich es könnte. Wenn ich die Sprache könnte und da drüben gut verdiene, pff, easy, wäre ich der Erste, der drüben wäre. Weil die Polen finde ich allgemein sehr sympathisch. Ne? Ich war noch nie drüben und habe schlechte Erfahrungen mit den polnischen Kollegen und Kolleginnen gemacht. Und auch hier bei uns in Frankfurt, also wenn ihr quasi über die Grenze in die Polen hast, bei uns in Deutschland, nicht schlechte Erfahrungen gemacht. Stattdessen habe ich eher schlechte. Jetzt wird mir die Musik zu laut, ich mache mein Fenster wieder zu. Ich höre Musik aus der Stadt unten. Da mache ich wieder mein Fenster zu.
Ja, ich stelle mir tatsächlich eher Probleme mit Deutschen hier in Deutschland gehabt, die Probleme hatten mit Polen. Ich war so, hä, warum? Vor allem mit Begründung und Argumenten, wo ich denke, so, Alter, das ist ja auf dem Kinderlevel von, der hat angefangen. Und ich denke mir, haltet dein doofes Maul. Moin. Du siehst ganz schön nass aus. Nö, gar nicht. Was, nichts lustig? Schön. Gab's so ein Mario Kart Turnier? Ich habe gehört, auf dem Stadtfest gab's ein Mario Kart Turnier. Das war der einzige Grund gewesen, warum ich Pokémon heute abgesagt hätte. Aber keiner wusste wann, wie und wo. Also, pff, egal. Wie geht's den Schweden? Bist du in Dresdner Brot? Was ist ein Dresdner Brot? Oh, ich hoffe, also, worauf ich ja Bock hätte bei Stadtfesten so. Es gibt so Stände mit, ist das ukrainisch oder ungarisch? Ich weiß nicht. Ungarisch oder ukrainisch? So frittiertes Brot, wo du so Knoblauchcreme drin hast. So. Gibt doch mit Käse und allen möglichen anderen Dingen. Habe ich mal bei uns bestellt hier, da gab es mal einen Stand immer unten. Manchmal auch so zu Weihnachten oder so, wenn du unten so Stände hast, so, wenn dann so die ein, zwei Attraktionen so auf dem Winterfest dastehen. Und Alter, boah, das ist immer so lecker, das Zeug, ne? Es ist so unverschämt lecker, ne? Es ist halt frittiert mit so Creme Fraiche und Käse und Knoblauch. Oh, das war geil. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es schmeckt irgendwie gut. Habe ich bestimmt schon diverse Male konsumiert da auf dem Markt. Wir wohnen hier oben, bitte, auf dem Hügel. Der, hoffentlich keine Oma. Oh, ein Klavier. Schon alles hingeheißen. Mhm. Oh, erschreckt mich doch nicht so. Was ist denn da? Cool. Was ist noch? Oh, ich muss noch schnell die Aufnahme beenden, Leute. Ey, perfekt, wir haben eine Stunde und eine Minute. Easy. So, ich stelle mich jetzt hier zu den musikalischen Menschen. Da kommt der Tom-Screen raus, dann werde ich mir was vernaschen. Das sieht ja echt lecker aus, Misa. Nimm ich auch gut. Leute, wünsche euch einen schönen Abend noch. Schönen Mittag, morgen, weil dann mir diese Folge gucken. Schönen Mitternacht. Ist mir egal. Kuss geht raus. Dankeschön fürs Support, wie Daumen hoch oder zugucken oder abonniert den Channel. Über 50% der Leute, die dieses Video, diese oder generell, die meine Videos gucken, sind nicht Abonnenten. Was fällt euch ein? Lasst ein Abo da. Ihr Schlingel. Könnt ihr euch mal gönnen. Ich gönne euch auch. Leute, eine Stunde Videos ohne Werbung. Also mehr Ehre geht auf YouTube fast gar nicht. Also, wisst ihr Bescheid. Macht's gut, haut rein. Tschüssi, was geht und ciao, bis zur nächsten Folge.